Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, wie ihr schon im Vorspann gesehen habt, bin ich Welse am Klatschen oder versuch's zumindest. Ja, ein paar sind ja bei rumgekommen. Ja, das ich heute Morgen mal kurz probiert und bis hier. Ja, das war die erste Stunde und jetzt sind wir eine halbe Stunde hier und ja, nach Gewicht. Leider erst 32, 29 und 25 und 24 Kilo. Und dann wird es weniger. Egal, wir versuchen es weiter. Wir machen nochmal ein Würfchen. Wir haben ja hier früh morgens. Einfach mal raus. Ja, und dafür habe ich mir auch ein neues Set abgeholt. Zeige ich euch gleich mal. Ich wollte jetzt nicht so viel ausgeben. Aber ich sag mal, ist ja trotzdem schon einiges an Geld gewesen. Die Route kostet ja 25.000 und die Rolle, ich meine, 27 oder 28.000, irgendwie sowas. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde die Rolle super fürs Welsangeln auf jeden Fall. Hat auch eine ordentliche Getriebekraft. Die reicht auf jeden Fall aus, weil wir können ja sowieso nicht so hoch mit der Schnur gehen, mit den Kilo. Bei dieser Route, die hat ja 145 Kilo und ist jetzt ausgelegt mit Vorfach auf 136 Kilo und die Rolle hat über 170 Kilo Getriebekraft. Ja, gucken wir gleich mal drauf. Vielleicht kriegen wir noch einen drauf. Im Übrigen stehen hier auch die Leute gerade, ich sag mal vom Ufer aus und werfen hier rüber in das Loch mit Barsch auf Grundroute. Da knallt es auch ordentlich. Und von der Bissfrequenz her auch auf jeden Fall Bombe. Also mehr gefühlt wie beim Jiggen. Da ich aber keine drei Wengers habe, für Grundrouten lasse ich das mal lieber bleiben. Ansonsten können wir gerne mit Barsch hier rüber schleudern. Sind auch einige Trophäen gefangen worden, auch auf diesen Huge Minnow hier oben links, auf den weißen. Sehen wir aber auch gleich. Ja, nur ich komme nicht so hoch mit den Kilos, warum auch immer. Ich hatte gestern Abend auch mal hier gestanden und da waren irgendwie irgendwas mit 40 Kilo oder so. Also die Leute stehen dann quasi ja da und zimmern den mal voll hier rüber. Und wir gucken mal, wo wir hier stehen. Das ist quasi hier bei B7, B8 Grenze, hier unten an dem Loch. Und jetzt gucken wir uns das Setup mal an. Ja, ist natürlich die Ultima, die größte mit 142 Kilo. Und es geht um die Reef Tonga 20DS. Wie gesagt, 173 Kilo Getriebekraft. Und da auf eine 145 Kilo Hauptschnur. Könnte man jetzt zur Not auch weglassen, dann hätte man die 145. Dann könnte es aber sein, dass die Route überbricht, wenn man nicht aufpasst. Ja, also dann lieber. Ich mir jetzt 25.000 in den Arsch stecke, habe ich keinen Bock drauf. Dann den größten, riesig 6.0er. Höher geht für die Köder hier nicht. Die gehen nur bis 6.0er. Und wir wollen ja, wie gesagt, große Welse fangen. Ja, und die Rolle hat auch zwei Gänge. Ein Kraftgang, sehr schön. Ja, bis jetzt geht das hier alles flockig locker raus. Und ich schätze auch nicht, dass höhere Gewichte ein großartiges Problem sein werden hier. Dann haben wir 201er und den 50er. Also ich habe eine Geschwindigkeit von 50 mit der Rolle. Eine Umdrehung. Fertig. Komme ich hier gut in die Jigführung. Gestern habe ich einen Fehler gemacht. Ich stand auf der anderen Seite. Habe quasi mit der Strömung dämlicherweise gestanden. Ich hatte auch keinen Bock, mich mehr umzustellen. Da verliert man die Jigführung immer sehr schnell, also immer besser gegen die Strömung jiggen. Dann bleibt man auch länger in der Jigführung. Da haben wir nochmal wahrscheinlich einen kleinen Wels. Gucken wir mal. Ich meine natürlich so einen Trophäenzander würde ich auch nehmen. Aber natürlich wollen wir irgendwie mal einen Trophäenwels bekommen. Oder so ein Albino. Albino-Wels wäre auch sehr geil. Das muss man eben. Können wir mal gucken. Albino-Wels. Auf dem ölfarbenen. Ja, guck mal an, auf eine Maulwurfsgrille. Ah, ja.
Da war mal irgendwie, ja, guck mal, die drei sind jetzt so in den Monaten gefallen. Ja, und wenn wir jetzt mal gucken, wöchentlich Welt. Hier sehen wir die, ah, sind noch welche beigekommen. 11.7. heute sogar. Auch ihr seht, alles auf Barsch. Barsch. Ja, und den ich halt drauf habe. Machen wir nochmal ein Würfchen. So. Hatte schon lange im Kopf. Weltsetup, Welse angeln. Also überall, wo sich jetzt ein Spot auftun wird, werde ich auf jeden Fall Welse angeln. Oh, da haben wir schon direkt was ganz Babyhaftes. Gestern hatte ich auch so einen Shark mit drin und sowas noch. Auch Zander. Könnt ihr mal probieren hier. Das beißen auch so richtige Baby. Also das ist der Knaller. Der ist ja größer wie der Köder. Da ist der Köder ja größer wie der Barsch, alter Schwede. Naja, komm, einen machen wir noch. Den Kupfersee kann ich nämlich gerade nicht mehr sehen. Egal, was man da probiert. Also irgendwie da eine Trophäe zu kriegen, ist schon hart. Ich habe zuletzt mit, da war dieser Sahnespot hier, Sahne Mais nur, mit 4-0er Haken geangelt. 4-0er. Also das Höchste, was so geht, ne, mit dem Mais. Ja, waren dann auch höhere Gewichte, aber dass man jetzt sagt, jo, jetzt hat man ein Durchschnittsgewicht sehr höher wie vorher, ist auch irgendwie nicht der Fall. Trotzdem habe ich irgendwie Dinkelsbühler Zeilenkarpfen knapp 25 Kilo gehabt. War auch schön, war glaube ich mein größter Zeilenkarpfen, aber naja, wie gesagt, irgendwann nach, ich weiß gar nicht, wann der See jetzt released wurde, wie lange das schon her ist. Hätte man gerne auch mal irgendeinen Dinkelsbühler oder Koi als Trophäe, aber naja, was soll man sagen? Nicht ärgern, immer weiter probieren. Dann haben wir noch mal so ein kleines Ding. Naja, über Tag, wisst ihr selber, auf Wels ist nicht so ergiebig. Ja, ich werde auf jeden Fall noch mal eine Nacht dranhängen. Könnt ihr euch auch mal gerne hier hinstellen. Vor allem mit Barsch, ne, hier rüberwerfen. In diesem Sinne, Petri Dank, bis dahin und tschüss.